Baumwolle ist der wichtigste Rohstoff für unsere Kleidung. Eine Pflanze mit weißen Blüten, aus denen das Garn für unsere T-Shirts, Hosen und Hemden wird und die für viele Menschen in Afrika die Haupteinnahmequelle ist. Die Initiative Cotton Made in Africa unterstützt diese Menschen beim Anbau der Baumwolle und verbessert ihre Lebensbedingungen. Mit jedem Kauf eines Cotton Made in Africa Artikels können wir dabei helfen. Zum Beispiel Mauricio und Severina aus Mosambik. Sie pflanzen im entlegenen Norden des ostafrikanischen Landes die Baumwolle mit Hacke und Machete und mit ihren Händen. Sie berühren bei der Ernte als Erste die Baumwollflocken, aus denen später Kleidungsstücke entstehen. Ich arbeite von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr. Ich nehme die Hacke, die Machete und mein Essen mit aufs Feld. Normalerweise ist das Maniok oder Erdnüsse. Als Frau ist meine Arbeit die Landwirtschaft. Ich baue auch Nahrungsmittel an, wie Mais oder Bohnen. Baumwolle bringt aber das meiste Geld. So können wir uns Wünsche erfüllen. Afrikanische Baumwolle soll konkurrenzfähig werden. Die Initiative Cotton Made in Africa unterstützt mehr als 670.000 Kleinbauern und ihre Familien in 10 afrikanischen Ländern. Insgesamt profitieren mehr als 5,6 Millionen Menschen davon. Hilfe zur Selbsthilfe durch Handel. Große Textilunternehmen, darunter maßgeblich auch Otto, kaufen die Baumwolle und führen zusätzlich eine Lizenzgebühr für den nachhaltigen Baumwollstandard an Cotton Made in Africa ab. Internationale Großabnehmer. Das ist für die Farmer überlebenswichtig, denn sie arbeiten so weit weg von den Absatzmärkten, dass sie ihre Baumwolle allein kaum verkaufen könnten. Cotton Made in Africa nutzt die Lizenzgebühren der Textilfirmen, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. In mobilen Farmerschulen lernen Bauern wie Severina und Mauricio, möglichst umweltschonend und zugleich effizient anzubauen. Learning by looking. Vieles wird praktisch gezeigt. Die meisten können nicht lesen und schreiben. Sie lernen, wie Regenfeldbau funktioniert. Komplett ohne künstliche Bewässerung. Das bedeutet, Cotton Made in Africa spart beim Baumwollrohstoff pro Kilogramm ca. 2100 Liter Wasser gegenüber konventionellem Anbau. Die Farmer lernen auch, wie möglichst wenig Dünger eingesetzt wird und Baumwolle und essbare Pflanzen so zu kombinieren, dass sie sich gegenseitig stärken. Die Farmer werden auch angeregt, für die Zukunft zu planen, Vorräte anzulegen, ein eigenes Bankkonto für größere Anschaffungen einzurichten und sie lernen Buchführung. Wenn die Zeiten schlecht sind, haben viele Familien nicht genug zum Leben. Durch unsere Hilfe zu einem besseren Anbau kann auch die Familie wachsen und sich entwickeln. Die Gesellschaft ist ein wichtiger Abnehmer für unsere Baumwolle und bringt uns ein regelmäßiges Einkommen. Ich liebe Baumwolle. Sie hat mein Leben verändert. Unser Leben wurde dadurch besser. Wir können uns jetzt mehr Dinge leisten. Wenn ich Geld erhalte, kaufe ich wichtige Sachen. Wellblech für das Dach, das ist besser als Gras. Man muss es nicht ständig erneuern. Oder Zement für den Fußboden, ein Fahrrad, ein Fernseher und einen Generator, an dem auch andere aus dem Dorf ihre Handys aufladen können. Dadurch verdienen wir noch zusätzliches Geld. Mein Mann bestimmt immer, was mit dem Geld geschieht. Aber ich sage zu ihm, du bestimmst, aber enttäusche mich nicht. Cotton Made in Africa leistet seit über 10 Jahren Hilfe zur Selbsthilfe und ist ein wichtiger Teil unseres Wegs zu mehr Nachhaltigkeit. Unsere nachhaltigen Produkte erkennst du am Good Product Label. Trag auch du deinen Teil bei mit dem Kauf von Cotton Made in Africa Ware und indem du dieses Video teilst.